Liebe Festgemeinde, liebe Konfirmandinnen, endlich, es ist auch Zeit geworden. Haben wir das nicht gestern miteinander besprochen? Der Tag eurer Konfirmation ist da. Und heute feiern wir ein Fest des Bundes. Denn das ist Konfirmation. Ihr werdet heute vor der Gemeinde nicht nur euren Glauben bekennen, und nicht nur den Segen Gottes empfangen, ihr schlagt in die ausgestreckte Hand Gottes ein. Ihr versprecht, in Verbindung mit ihm zu bleiben und mit ihm leben zu wollen. Ihr sagt, der Bund der Taufe, in den Gott euch angenommen hat, der soll für mich gelten. Dafür seid ihr heute hier in St. Peter. Dafür heute dieses ganze große Fest. Eure Familien haben sich hinter euch versammelt. Das ist heute mal was ganz Spezielles. So ein großer Familienpulk hinter den Konfirmandinnen. Das ist ein Zeichen. Sie wollen hinter euch stehen. Euch das gute Gefühl geben, ihr seid nicht allein. Wir stehen da hinter euch. Auch wenn ihr eben jetzt selbstverantwortlich seid für euren Glauben. So ein erstes Stück Unabhängigkeit und Selbstständigkeit im Leben erringt. Gerade jetzt wollen Sie da sein und sagen, wenn ihr diese Entscheidung trefft, wir sind für euch da. Wir lassen euch nicht allein. Warum ist euer Ja zu Gott so wichtig? Man kann mit Recht sagen, wir sind ja so und so alle auf Gott angewiesen. Ohne ihn schaffen wir es ja nicht. Seine Entscheidung für uns ist auf jeden Fall wichtiger als unsere Entscheidung für ihn. Mag sein, aber erst einmal. Wir sollen nicht übersehen, dass eigene gute Entscheidungen zu treffen für uns fest zum Erwachsensein gehören. Und das gilt auch für den Glauben. Gute Entscheidungen im Glauben zu treffen gehört dazu, wenn wir jetzt mündige Glieder der Kirche Jesu Christi sind. Zweitens auch, dass Gott uns liebt, können wir natürlich gerne einfach so annehmen. Und doch will Gott von uns, dass wir diese Liebe erwidern. Dass wir Ja zu dieser Liebe sagen und sie gerne empfangen, aber dass wir sie auch zugeben. Das ist das höchste Gebot, sagt Jesus, als man ihn danach fragt. Dass wir Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Und den Nächsten auch lieben, wie wir uns selbst lieben. Und das Dritte ist schließlich ein klares Ja zum anderen, ist auch Ausdruck des Respekts. Eine angemessene Antwort auf seine Zuwendung. Und Gott sagt sein klares Ja zu euch, also ist das auch ein Ausdruck eures Respektes für ihn, zu sagen, ja, danke, ich will auch, ich freue mich. Nun, wie wird das also sein, wenn ihr mit Gott so entschlossen verbunden seid? Der Vers geht weiter. Ein Mensch, der eng mit Gott verbunden ist, ist wie ein Baum, der ans Wasser gefallen.
Okay. Wasser ist für den Baum lebenswichtig. Jeder, der Augen hat, der kann das jetzt gerade draußen sehen, in diesem Jahr so ganz besonders, ganz bedrückend besonders. Es wird ja viel über Käfer und Schädlinge, über Baumkrankheiten geklagt. Oft aber geht es im Letzten darum, ob die Bäume genug Wasser haben, damit sie gesund sind und widerstandsfähig bleiben. Die beiden Verse unseres Predigtextes beschreiben uns einen Komme, was da wolle, dieser Baum wird überleben, Baum. Also, komme, was da wolle, dieser Baum wird überleben. Und warum? Weil er am Wasser steht. Und Wasser ihn füllt. Das macht ihn stark, das erhält ihn. Die Hitze kommt. Also komme, was da wolle. Die Hitze kommt, er fürchtet sich nicht. Die Hitze steht für eine große Belastung. Ja, auch das merken wir alle. Ich weiß nicht, wie geht es Ihnen so mit Anzugjacke. Also wir spüren es ja herin, wenn es schwül ist, schon ein bisschen unangenehm. Aber wenn die Hitze so richtig runtersticht, dann kann das für uns eine große Herausforderung werden. Für den Kreislauf, manche Menschen müssen da ganz besonders aufpassen. Vielleicht sagt ihr jetzt, naja gut, was soll mir die Hitze schon anhaben? Ich lebe in einem voll klimatisierten Haus. Ich suche die Kühle und den Schatten. Die Hitze, die kann mir nichts anhaben. Aber natürlich ist das ja nur ein Symbol für die Belastungen, die wir Menschen vielleicht ertragen müssen. Ja, Belastungen, die wir manchmal erleben. Das kann zum Beispiel Streit sein oder Untreue. Oder wenn du jemandem fest vertraut hast und plötzlich fühlst du dich ausgenutzt und merkst, dass du da so einfach nicht wieder zurückkommst zu dem guten Stand. Was ist dann deine Klimaanlage? Dass dein seelisches Gleichgewicht wiederherstellt? Was ist das Wasser, das dir Kraft gibt, mit Misserfolgen oder mit Enttäuschungen so umzugehen, dass weder du noch andere schaden? Der Vorschlag aus diesen beiden Versen im Buch Jeremia heißt: Schließe einen Bund mit Gott. Verbinde dich mit ihm. Halte die Verbindung mit ihm, dass er dir hilft und dass er dir beisteht. Damit du sagen kannst, es geht mir vielleicht gerade wirklich nicht ganz so gut. Es ist vielleicht wirklich schwierig in meinem Leben. Aber ich fürchte mich nicht. Denn ich verlasse mich auf meinen Herrn. Die Dürre kommt, er sorgt sich. Was ist, wenn die Hitze zu Dürre wird? Wenn deine Geduld auf eine lange Probe gestellt wird? Auch das erleben Menschen in ihrem Leben, dass sie etwas ganz im Innersten sich wünschen und es wird nicht gelingen in ihrem Leben. Wie kannst du damit umgehen? Mit den Wünschen, die sich nicht erfüllen werden in deinem Leben. Wir wünschen dir ja, dass alle Wünsche in Erfüllung gehen, ja vielleicht die wichtigen Wünsche in Erfüllung. Nicht alle, aber die wichtigen, die du so tief innerlich auch in deinem Herzen ersehnst. Aber was ist, wenn einer dieser Wünsche nicht in Erfüllung geht? Wir uns alle wünschen uns das so sehr, ein Leben ohne Sorgen, in dem alles einfach gelingt. Nur gibt es das in der Lebenswirklichkeit kaum. Darum ist es gut, wenn wir alles, was uns Angst und Sorgen macht, immer zu mit Gottes Hände. Und vielleicht wendet Gott die Dinge so, wie du es nie erwartet hast. Dass aus dem, was dir als ein Mangel erschien, eine neue Wurzel in deinem Leben entsteht. Und stark und kräftig, die dir Halt gibt. Die Neues in dein Leben hineinbringt, ja, die dir hilft, Früchte zu bringen, an die du gar nicht gedacht hast. Früchte, die dein Leben zu einem Genuss machen. Das Leben der anderen auch. Das wünschen wir uns. Dass aus der Verbindung mit Gott so etwas in euch wächst. Etwas, das ihr euch ersehnt, aber vielleicht noch gar nicht kennt.
etwas, das so schön ist, dass ihr staunend zurückschaut und sagt, das hätte ich mir mein ganzes Leben nicht erträumt, dass so etwas in meinem Leben geschieht. Das wünsche ich euch, dass ihr selber durch euren Glauben zu so einem Bauern werdet, der den Namen trägt, komme, was da wolle. Ihr braucht euch nicht fürchten und euch keine Sorgen machen, denn ihr habt einen, der die Furcht euch nimmt und eure Sorgen für euch trägt. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. König voller Macht, voll Weisheit und voll Macht.